Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen CSGO Overwatch, aber zuerst noch ein kleines Ding hier von unserem Sponsor. Blup. Unserem Partner, wenn es darum geht, Skins zu kaufen und zu verkaufen für echtes Geld und so weiter und so fort. Ihr kennt Skinbaron ja, ne? Link ist in der Beschreibung und ihr könnt auch meinen Code bei der Erstanmeldung nehmen, der hier eben gestanden ist. Ja, es gibt von den Jungs und Mädels eines der neuen Knives, und zwar so ein Navaja-Knife. Und das ist aktuell gerade als Stream-Geschenk drin. Wer das Teil haben möchte, kommt einfach in den Livestream. Ihr wisst ja, die Zeiten jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr. Also jetzt ist Livestream. Und jeden Freitag ab 22 Uhr. Da ist dann dieser Giveaway-Command, der alles erklärt. Ja, das ist gerade dieses aktuelle große Geschenk. In den Streams gibt es aber auch so wie immer die ganz normalen Giveaways. Die sind jeden Dienstag, jeden Donnerstag und auch jeden Freitag. Das heißt, dreimal die Woche gibt es da Giveaways mit Skins, Sticker und Graffitis. Diese Giveaways kann man komplett kostenlos betreten, indem man einfach den Stream schaut und dann unsere Streamwährung sammelt. Die bekommt ihr einfach pro Minute. Und mit dieser Streamwährung, die sich bei uns Bubble Dollar nennt, könnt ihr dann an den Giveaways teilnehmen. Auch an den Viewer Games und so weiter. Ihr könnt wetten, ob wir gewinnen oder verlieren, gamblen und euch gegenseitig bekämpfen mit dieser Streamwährung. So. Ja, das ist das Overwatch. Wir schauen mal rein, was geschieht. Cash, endlich mal wieder eine andere Map und nicht immer nur Mirage. Mhm. Er hat schon mal Autosnipe, spricht nicht für ihn. Da hat er schön genascht. Wir schauen mal kurz in die Steadies rein. 31, 16, 4 Assists. 26, 15, der erste bei den Gegnern. So an sich. Ja, man sieht, die sind hier ordentlich am Auffahren, beziehungsweise sind am Gewinnen. Ja. Natürlich liegt jetzt die Vermutung nahe, da in einem Overwatch ist, dass er vielleicht jetzt zum Ende hin, um aufzuholen, etwas unterstützende Programme anschaltet. Wir werden sehen. Okay, der war aber wirklich noch... Also, das sieht ja noch alles ziemlich normal aus. Einer ist in Main. Der ist jetzt auch eben gesteppt wie ein Verrückter. Also, den müsste man hören. Und er kommt. Mhm. Jetzt zum Schluss hin halt auf den Kopf hochgeruckelt, aber wie... Also, nicht geruckelt, hochgezogen. Aber es ist auch ziemlich... standardmäßig, der da hinten ist gecallt und war auch eben im Feuergefecht mit Stump, also von daher, auch einfach nur ins Dauerfeuer rein. Ich bin mir sicher, dass der Mate auch sowas gesagt hat wie, hey, der ist low und darum dann auch kein Einzoomen. Heute machen wir mal eine etwas genauere Analyse, ja, auch des Alters natürlich. Hat er Handschuhe? Sind das Handschuhe? Sind das normale Handschuhe? Ich kenne mich, ich weiß es nicht. Ich glaube, das sind die normalen, oder? Es hört sich jetzt abgehoben an, aber ich habe so lange schon diese Handschuhe, die ich halt habe, diese Diamond-Dinger da, dass ich nicht... Sind es die normalen, die da, oder sind es solche blauen Driver-Handschuhe? Wenn man dann über ein Jahr oder eineinhalb Jahre oder so nur mit einem Paar Handschuhe spielt, dann vergisst man irgendwie, wie die normalen aussahen. Wobei, zumal die normalen ja auch nicht schlecht aussehen. Sind das jetzt... Ich weiß es nicht. Müsste das nicht eher irgendwo stehen? Nee, muss es nicht. Naja. Also er macht hinten zu hier bei B, ist vollkommen legitim. Die gehen auf Mitte raus, die Boys, drücken sich da richtig rum. Ne, halt, die gehen wieder zurück. Jetzt stehen die CTs halt echt blöd, ne, weil die können, die Ts können es einfach durch. Ich bin gespannt, wo der Moment kommt, wo man sagt, hey, Moment mal. Er hat noch keinen Team-Attack gemacht, also das ist ja was man vielleicht auch mal kurz übersehen könnte. Ich glaube, er hat noch keinen Team-Attack gemacht. Ich meine auch, dass er noch nicht Bunny gehoppt ist. Er hat, sein Crosshair-Placement ist irgendwie komisch, aber auf der anderen Seite ist dieses, das was er... Einmal vorschießen und auch dahin aimen ist ja vollkommen, richtig und wichtig in der Situation hier. Aber... Er hat dann weiter... Hat man ihn kurz gesehen? Ist der Gegner kurz... Hat er kurz gezuckt nach rechts? Also in des Gegners Sicht nach rechts? Also für ihn links? Oder hat er ihn durchgehend nicht gesehen und trotzdem weiter geschossen? Das ist so ein Moment, wo man dann denkt, naja, warum schießt du da weiter? Ne? Wenn ich irgendwohin prefire, wo ich meine, dass da ein Feind ist, ist es entweder eine offene Stelle, wo ich halt einfach dann direkt sehe, okay, da ist keiner. Und wenn ich irgendwo vermute in deiner Kiste, dass da einer ist, dann baller ich erstmal hinter, guck, ob ich irgendwie Blut sehe und ob jemand rauskommt. Aber ich würde, glaube ich, nicht direkt weiterschießen. Aber jeder macht's mal so, wie er will. Ihr kennt das ja sicherlich, wenn ihr einen Lauf habt. So ist es zumindest bei mir. Wenn ich einen richtigen Lauf habe, dann aim ich auch mal... dann schieße ich auch viel mehr auf Verdacht und bin so richtig on fly. Also on the fly. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also einfach da durchballern, Granaten schmeißen, hier mal mit der AWP. Einfach hier rechts mit der AWP durchballern. Ja, da hinten eben gerade. Oder hier auch durchschießen. Hier würde ich mit der AWP durchballern und wahrscheinlich auch jemanden treffen. Und von daher... Ja.
Das war jetzt halt eben komisch, dass er dieses Umgucken, das gerade eben. Wenn, dann schaut man nach hinten, um zu sehen, ob der Mate noch lebt. Das hat ja auch gereicht, er hat das ja noch gesehen, aber ich glaube, ich würde meinen gesamten Fokus mehr nach hinten haben und nicht so halb durch die Wand von wegen, was ist denn da hinten dran los? Muss man mal gucken, ist schwierig. Also, ja, er aimt durch die Wände irgendwie komisch sehend. Ja, also, als wenn er sich umschauen wollen würde durch die Wände. Auch das jetzt, diese Entscheidung, sich dann doch wieder umzudrehen, beziehungsweise gut, das kann auch in dem Fall Zufall gewesen sein, weil halt, wenn wir von der Legend ausgehen, der Mate sagt, wir sind auf A, macht ihr hinten zu und er okay. Und dann geht halt zufällig gerade der Gegner mit. Sowas kann passieren. Er hat überhaupt keine Skins am Start, kann das sein? Also keinen einzigen. Auch für die Pistol, yes, er bestätigt schon selbst. Er hat, glaube ich, auch für die Pistol nichts gehabt. Also pass auf, kommen die vier jetzt direkt von hinten? Jetzt bin ich gespannt, wie er mit denen umgeht. Er geht pre-firend um die Ecke und zielt auch schon stark nach hinten. Und nicht eher dahin, wo ich hinziehen würde. Also wenn ich dort bin als CT, dann kommt meistens in dem Moment, wo ich dann halt schießen möchte, ein T, spätestens dann, gelaufen, close. Und er hat schon ziemlich gezielt nach hinten geballert. Also als wenn er wüsste, dass niemand close bei ihm steht, sondern... Das war komisch gewackelt. Das war auch sehr komisch gewackelt. Er zieht da irgendwie auf... Also das ist jetzt wirklich... Das ist hier ganz besonders dämlich, oder? Guck mal, wie es so hingeht. So. Er hat das... Also er ist kurz immer auf die Nüsse und dann auf den Kopf. Ja, okay. Also jetzt... das war's, würde ich sagen. Solche Fälle haben wir wirklich nicht... nicht so selten in letzter Zeit. Leute, die am Anfang... so naja aussehen und man vielleicht noch mit viel Glück und mit viel Calls der Gegner, der Mates und vielleicht viel, schon wieder voll gelockt, vielen dummen Steps von den Gegnern, da könnte man das vielleicht noch erklären, aber das, jedes Mal, guck mal, ja okay gut, okay, er hängt zu sehr dran, also ich glaube er ist selbst, vielleicht ist er selbst gerade überrascht, dass es, oder er hat es halt jetzt zugeschaltet, das war eben sogar ein Double Kill, ah nee, war es nicht, Lily hat auch noch einen gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die Gegner dementsprechend vielleicht auch gegen, also man sagt ja immer, ah, der hat angemacht, weil die anderen auch an hatten und hin und her. Ich weiß, ich habe jetzt bei den Gegnern zu wenig drauf geachtet, wie die spielen. Okay, ich mache meine Drückung und schalte dann direkt für mich gesehen den Livestream. Es geht jetzt dann gleich los. Um 18 Uhr ist der Livestream, ihr wisst, wie der Hase läuft. Es gibt aktuell gerade als dickes Geschenk dieses Knife. Und eben Giveaways, die Skins suche ich jetzt gleich noch raus, ja, die Giveaway-Skins, die es dann auch noch gibt. Die Giveaways sind zu keinen festen Zeiten, also es ist halt am besten, wenn man den Stream natürlich schaut. Wenn ihr einfach nur Punkte sammeln wollt, dann könnt ihr den Stream halt auch einfach anlassen und könnt ihr dann auch fortgehen, wie auch immer. Aber am meisten Punkte bekommt ihr, wenn ihr schreibt, dann bekommt man nämlich nochmal einen Aktivitätsbonus drauf. Und die wissen, wie ich streame, wissen auch, dass es eigentlich kein Problem ist, diverse Male was zu schreiben, weil ich eh sehr... Also ich bin zu mindestens 50-60% mit dem Chat am Labern und so weiter. Von daher gibt es eh immer irgendwas zu talken, zu besprechen, zu schreiben und so weiter. Also das ist, glaube ich, kein großes Problem. Aber wie gesagt, man kann diese Bubble Doll auch einfach sammeln, wenn man den Stream anhat. Am Handy oder am Tablet oder sonst wo, wo es euch halt auch nicht stört in dem Fall. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Livestream. Na? Vielen Dank an alle Leute, die kommentieren, die generell einfach schauen, die da sind und so weiter, die Daumen geben, pipapo, egal ob hoch oder runter, die da sind für Bewertungen und so weiter. Und dann auch noch gesonderten Dank an meine drei YouTube-Mitglieder, die hier eine Mitgliedschaft haben auf dem Kanal. Vielen Dank dafür, Leute. Und selbstverständlich auch an die Patreons. Ein großes Dankeschön. Haut ordentlich rein. Bis zum Stream. Ciao.